Hallo Leute, da bin ich wieder, euer WWE-Sammler 14 mit einem neuen Booster-Opening. Jawohl, das endlich ist das neue Set, so wollte ich sagen, draußen. Und zwar Sonne, Mond, Aufziehen der Sturmröte von Pokémon. Mega, mega geil. Ein Tag vor Release, wie immer, wird hier dieses Display unboxed. Und mega. Ich bin so gehypt auf Deutsch hier. Sonne, Mond, Aufziehen der Sturmröte. Wie gesagt, ich bringe ja nicht mehr so oft Videos, da wie gesagt Wrestling-Figuren-mäßig zurzeit bei mir gar kein Interesse besteht und der Interesse sehr wenig geworden ist. Aber an Pokémon bringe ich nach wie vor Videos, auch wenn es nicht mehr so viele Displays sind, weil ich die Off-Camera aufmache. Aber ich mache immer für euch ein Display auf, wenn ein neues Set kommt oder auch neue Boxen, wenn neue Boxen kommen. Ich werde für euch auch morgen versuchen, die neuen schimmernden Legendenboxen zu kriegen. Also wie gesagt, hier ist auf jeden Fall eine Boosterbox, Sonne, Mond, Aufziehen der Sturmröte. Und mit dabei ist heute mein kleiner Cousin, der Nico, der kann auch mal Hallo sagen. Hallo. Ja, und der unterstützt mich heute hier mit dieser Box und bringt mir hoffentlich Glück, dass wir dieses gute Stück hier in Rainbow oder in Full Art ziehen. Das wäre natürlich mega oder eine Secret Rare oder so. Egal. Ich bin mega gehypt auf das Set. Ich zeige euch nochmal hinten. Sturmrote Invasion der Alola-Region. Die geheimnisvollen Ultra-Bestien sind als Pokémon GX in sturmroter Aufmachung in Alola-Region eingedrungen. Anego GX, Mosquito GX, Katagami GX und das unersättliche Schlinkling GX, was wir hier sehen, kann Amigento, das ist hier, GX die Inseln zusammen mit den anderen Verbündeten Alolas verteidigen oder wird es den Ultra-Bestien gelingen, die Macht an sich zu reißen? Finde es heraus, wenn du mit der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Sonne und Mond Aufziehen der Sturmröte den Sieg spielst. So, wir öffnen diese Box jetzt endlich. Wir haben lang genug geredet, wir haben lang genug gesagt. Morgen kommt das Set offiziell in den Handel. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentare, habt ihr schon Packs, habt ihr schon die Packs irgendwo gefunden? Wie viele Packs holt ihr euch? Welche Karten habt ihr gezogen? Was ist die Lieblingskarte aus eurem Set? Und so weiter und so fort. Also für mich ist es ganz klar, die Karten, die ich ziehen will, sind für mich ganz klar natürlich Amigento GX und Katagami GX. Aber jeder hat natürlich seine eigenen Dinger und ja, wir fangen hier mit dem Schlingling-Pack an. Ich zeige euch erst nochmal hier die Artworks. Wir haben diese Artworks. Wir haben hier Schlingling, dann haben wir Mosquito, Amigento und Katagami. Wie gesagt, ich fange mit dem Schlingling-Pack an. So. Der Code, der kommt weg. 1, 2, 3 und 1, 2. Velursi, Traumfugil, Palimpalim, Mehikel, Laukaps, Blattenergie, Kladio, den gibt es hier auch in Full Art, Staravia, Alola Georock, Kamaup als Reverse-Karte und unsere erste Rare ist ein Starmie. Die Fähigkeit Entkommen. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du dieses Pokémon und alle deine Karten in dein Deck mischen. Naja, nicht so geile Karte. Ist auch nur eine Rare. Kommt zur Seite. Und ja, wir machen weiter mit dem Mosquito-Pack. Mosquito kann man auch mal testen, aber also ich würde, wenn ich jetzt behaupten könnte, dann würde ich sagen, dass Amigento und hier Mosquito die besten Karten im Set sind. Anego kann man auch mal als Supporter benutzen. Dragosso Reverse und Commandutan Rare kann man auch mal als Supporter benutzen, aber wie gesagt, das Set ist nicht so spielbar wie die anderen Sets. Amigento ist wirklich so eine Karte, wo man sagen kann, ja gut, die spielt man. Die ist es wert zu spielen. Da gibt es ja auch diese ganzen Discs, die werden wir sicherlich noch ziehen, die ich euch dann zeigen kann, hier Bodendisc und so weiter, damit man das halt ausrüsten kann, damit es dann den Pokémon-Typen bekommt. Owei, Feenenergie, Chillabell, Groink, Emolga, Reverse Grebutak und ein Katagami GX, sehr geil, die wollte ich haben, wunderschön, unsere erste GX, ich lese euch gleich mal vor, was die kann. Aber erst haben wir hier natürlich nochmal hier die stylischen Hüllen von Schimmernde Legenden. Da packen wir die rein.
So, hier haben wir das Katagami. So, ich lese euch mal vor, was es kann. Also das hat die Fähigkeit halt, es ist nur wegen der Fähigkeit gut. Abschneiden, wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du eine Spezialenergie von einem Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel legen. Und dann gibt es halt noch das Sturmschwert. Du kannst dieses Pokémon und alle an es gelegte angelegte Karten in sein Deck mischen, also halt in dein Deck mischen, also halt Hit-and-Run-Attacke, zieht 70 ab und dann kommt er vom Feld. Und die GX-Attacke, Schwerthieb GX, nimm eine Preiskarte mehr. Also einfach ein Late-Game-Ding, wenn du, du kannst einfach eine Preiskarte nehmen. Es kann gut kommen, mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall unsere erste GX, sehr, sehr cool. Weiter geht's. Wie gesagt, also ich will halt wirklich Dings haben, Amigento. Ja, so, Barschwa, dunkle Energie, Emolga, Groink, Samantha. Auch sehr interessant, aber leider nicht so wirkungsvoll, da das auch eine Unterstützerkarte ist. Ihr werdet es gleich sehen. Nimm eine beliebige Kombination aus zwei Unterstützer- und Stadionkarten aus dem Ablagestapel auf deine Hand. Da das eine Unterstützerkarte ist, den Zug zu verschwenden, keine Ahnung. Laukaps Reverse und ein Staraptor als Rare. Wie gesagt, man muss echt sehen, wie sich die Karten aus dem Set entwickeln. Ob es spielbare Karten davon geben wird oder nicht. Wie gesagt, bis jetzt ist so Amigento und Katagami, denke ich mal, so das beliebteste aus dem Set. Das Kokuna ist auch ganz lustig, wenn man das mit dem Evolutions-Bibor spielt. Wenn ich einen Kokuna ziehe, dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Ein Barschwa als Reverse hier erstmal und ein Milotic, das passt perfekt. Milotic als Holo. Das hat die Attacke Streicheleinheiten. Mische ein Pokémon auf der Bank deines Gegners, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt und alle an das angelegte Karten ins Deck. Kann auch gut kommen, würde ich aber jetzt nicht unbedingt spielen wollen. Also als Metadeck, wie gesagt, man muss alles testen. Ich werde alles für euch auf jeden Fall testen, online. Am Samstag ist auch das Pre-Release-Turnier in München. Da bin ich auch wieder am Start. Also wie gesagt, mal sehen, was ich da dann noch alles so ziehen werde aus den Packs. Vielleicht mache ich da ein Video, ich weiß es aber nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Staraptor als Reverse und Pumpkin Rare. Wie gesagt, ich mache halt, wenn ein neues Set kommt, mache ich halt immer noch ein Display für euch auf. Das ist Standard hier bei meinem Kanal. Ich mache halt, wie gesagt, nicht mehr so viel auf, weil ich einfach gemerkt habe, dass euch das langweilt, weil es immer dieselben Karten sind. Ich kann gerne mal ein Recap, wenn ihr wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein Recap wollt, was ich aus meinen Boxen alles hatte. Aber normalerweise Dragosto hier Reverse und Traumagil Rare. Aber normalerweise kennt ihr ja die Karten aus dem Set dann sowieso. Und ja, also wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt sein, denke ich mal. Keine Ahnung, ihr könnt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Mankey, Stolunia, Krebskorn, Nebulak, Hunduster, Wasserenergie, die gibt es ja auch als Secret Rare, das wäre auch nice. Miltank, Gastrodon, rote Speerkarte, Stolrak als Reverse-Karte und ein Grebutak. So, unsere nächste Karte, beziehungsweise nächstes Pack. So. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. Wir haben einen Schnuthelm, ein Molunk, ein Staralili, ein Mehikel, ein Pikachu, eine Donnerenergie. Da ist das Kokuna. Ich lese euch das mal vor. Vervielfachung. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Kokuna und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Das ist praktisch wie bei Frogadier. Also wie heißt der deutsche Name? Amphizel. Amphizell von Guayutsu, der hat ja auch diese Fähigkeit gehabt. Samantha, Alpollo, Reverse, Staralili und die Rare ist ein Noctuska. Also wie